Egal wer du bist, wir alle waren mal nervös in irgendwelchen Gesprächen. Hier geht es jetzt um Mitarbeitergespräche, aber diese Regeln, die ich mit dir teile, 4 Stück an der Zahl, sind in jedem Gespräch einzuhalten und für dich von Vorteil, wenn du souveräner, selbstbewusster und einfach besser kommunizieren möchtest. Und die erste Regel ist, du musst deinen ersten Eindruck steuern. Du hast genau 5 Sekunden Zeit am Anfang, ob du gemocht wirst oder nicht. Ob du Einfluss hast oder nicht. Und das ist nun mal die Optik, also wie du aussiehst. Ich meine, so, das ist jetzt der heutige Look von mir. Was denkst du jetzt von mir? Im Gegensatz dazu, wenn ich hier im Jogginganzug stehen würde und dir irgendwas über den ersten Eindruck erzähle und wie du besser und nicht mehr nervös in Gesprächen bist. Das heißt, deine Kleidung ist entscheidend, deine Körperhaltung ist entscheidend. Und auch, ob du lächelst oder nicht. Gerade auf Events, gerade dann, wenn du neue Leute kennenlernst, wenn du auf einem Netzwerk-Event bist, sei doch einfach positiv drauf und kleide dich so, dass du dich selbstbewusst fühlst, dass du dich gut fühlst, dass du in den Momenten, wo du vielleicht nervös bist, auch einfach immer wieder den Mut hast, hey, ich sehe aber aus wie ein geiler Motherfucker. Und du machst das nur für dich. Du machst das nicht für andere. Die nächste Regel, die es gibt, ist, dass du einfach die ganze Zeit ruhig und langsam sprichst. Klar, du kannst mal einen Witz erzählen, du kannst auch mal dein Tempo erhöhen, aber wenn es darum geht, souveräner zu wirken, dann bist du eher ruhig, sprichst was länger, machst auch mal eine Satzpause. Einfach eine bewusste Pause, die dir dann auch wieder Raum gibt, um nachzudenken. Dass du einfach nachdenken kannst. Nur weil dir einer irgendwas sagt, musst du nicht direkt reagieren. Du musst nicht direkt da und dann guckst du vielleicht noch nach unten. Schlimmste, was du machen kannst. Wer guckt nach unten? Hunde gucken nach unten. Bist du ein Hund oder was? Du willst souverän wirken. Du möchtest dominant wirken. Und dafür musst du die erste Regel beachten und auch die zweite, dass du die Sprache, das Tempo und auch den Ton bestimmst. Die dritte Regel ist, voller Einsatz. Du gehst entweder all in oder gar nicht erst rein. Aber mach kein Half-Assing. Kein Half-Ass-Shit. Weil das Ding ist, Einsatz ist entscheidend. Dein Engagement ist entscheidend bei sowas. Und was heißt das jetzt übertragen auf solche Gespräche? Übertragen auf solche Gespräche heißt das, ich bin im Moment. Ich bin präsent. Ich mache auch mal eine Bemerkung, wenn mir was auffällt. Zum Beispiel hat jemand eine neue Frisur und sagst du, hey, geile Frisur. Wenn die auch wirklich geil ist, ja, wenn du es wirklich denkst. Oder auch, wenn du einen Witz erzählen kannst, erzähl den Witz. Leute lieben Stories. Muss auch nicht unbedingt ein Witz sein, kann auch irgendeine andere Story sein. Aus deinem Business, aus deinem privaten Leben. Aber da ist eine wichtige Sache. Wenn du nervös bist, dann kürzt du immer ab. Du erzählst den Witz schneller, du lässt ein paar wichtige Details von der Story aus. Du kürzt es einfach ab. Und das darfst du nicht machen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Hab keine Angst, dass dich irgendwer unterbricht. Gerade in Mitarbeitergesprächen ist es auch eher der Anfang. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche krassen Stories zu erzählen. Das machst du dann wahrscheinlich nach der Arbeit oder wenn ihr was essen geht oder halt auf irgendeinem anderen Wege. Da geht es ja eher darum, dich überhaupt erstmal zu überwinden, eine gewisse Sache anzusprechen. Und manche denken sich jetzt vielleicht, oh nee, ich habe da gar keine Probleme. Ja, aber doch. Es gibt Leute, die haben echt Probleme damit. Zum Beispiel ein Projektmanager macht irgendeine Scheiße und schreibt deinem Kunden irgendwas, wo du dir einfach nur an den Kopf fasst. So eine Situation hatte letztens ein Kunde bei mir. Und er hat es nicht angesprochen, weil er sich gedacht hat, ja, okay, gut. Die Nachricht wurde wieder gelöscht. Das ist mir jetzt auch unangenehm, den da 3 Tage später drauf angesprochen. Ja, aber warum hast du es nicht sofort gemacht? Wovor hast du da Angst? Dass du den Mitarbeiter verlierst? Dass du mal eine Ansage machst? Hast du Angst vor Konfrontation? Was ist es? Also da auch den Fehler bitte vermeiden, in sich gekehrt zu sein, ist irgendwie nicht ansprechen zu wollen. Und das hier ist auch die perfekte Körperhaltung dazu. Frag dich nur mal, wie oft gehst du so durchs Leben? So, durchs Büro? Ist doch scheiße, oder? Öffne auch deine Körperhaltung. Sei selbstbewusst.
Du bist der Chef, du bist der Geschäftsführer. Nimm diese Position an. Und gerade wenn irgendeine Scheiße passiert in deinem Business, dann musst du das auch sofort klären. Und da ist auch voller Einsatz wichtig, dass du einfach voll dabei bist, dass du offen bist, dass du selbstbewusst direkt die Sachen ansprichst. Und die vierte Regel ist ganz einfach folgende. Fokussier dich darauf, Spaß zu haben, statt cool zu wirken. Ich meine es wirklich ernst. Fokussier dich darauf, Spaß in der Interaktion mit dem Mensch zu haben, auf einem Event zu haben, in einem Mitarbeitergespräch zu haben, bei dem Feedbackgespräch, bei dem Quartalsgespräch. Hab einfach Spaß dabei. Du musst nicht cool wirken. Natürlich siehst du cool aus. Natürlich findest du dich geil. Im besten Fall. Ich empfehle es dir auf jeden Fall. Musst du nicht umsetzen. Musst mir nicht glauben. Ich sage dir nur, ist ein geileres Gefühl. Aber das machst du ja für dich. Aber fokussier dich darauf, Spaß zu haben. Fokussier dich darauf, humorvoll zu sein. Weil Menschen sind gerne bei Menschen, die humorvoll sind. Oder kennst du einen Menschen, der keinen Bock hat auf gute Laune? Komm, wir gehen hier. Kennst du so einen, der keinen Bock hat auf gute Laune? Ich nicht. Nur Leute, die zu sehr in der Depression sind und sich mit der Depression schon identifizieren. Aber Depression ist ja sowieso einfach nur erfunden. Das gibt's nicht in meinen Augen. Das ist keine Krankheit. Das ist menschengemacht. Oder kennst du irgendwelche Leute oder hast mal irgendwas von vor tausenden Jahren gelesen, dass sie depressiv waren? Ich glaube nicht. Und das nächste ist, in der Interaktion, das wird jetzt wahrscheinlich nicht bei Mitarbeitern der Fall sein, aber auf einem Event oder so. Und irgendwer macht einen Witz über dich. Oder über die Art von Unternehmer, zum Beispiel über Coaches, über Agenturen. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, wenn es nicht beleidigend ist, lach mit drüber. Lern mal ein bisschen über dich selbst zu lachen. Das ist ansteckend, das ist charismatisch, sich seine Fehler auch einzugestehen. Hat jetzt nichts mit Mitarbeitergesprächen zu tun, aber allgemein in der Konversation, wie du charismatischer wirst. Um nochmal auf das Thema Humor einzugehen. Wer Humor in der eigenen Verlegenheit findet, der hat ein richtig, richtig geiles Level von Selbstvertrauen gefunden. Um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Erstens, mach einen geilen ersten Eindruck und zwar jeden Tag. Zweitens, achte darauf, wie du sprichst und mach auch mal eine Pause, damit dir Leute eher zuhören. Weil die Leute erwarten dann, was kommt denn jetzt? Wir sind also mehr engaged. Engaged ist auch der dritte Punkt. Ja? Sei mit 100% Commitment, Einsatz und Engagement dabei. Und viertens, sei humorvoll. Ja? Konzentriere dich darauf, Spaß zu haben, statt cool zu wirken. Du musst keine Maske aufsetzen. Sei einfach, wie du bist. Es braucht mehr Menschen, die so sind, wie sie wirklich sind. Aber die meisten haben doch das Problem, dass sie gar nicht wissen, wer sie sind. Dass sie gar nicht wissen, wie viel Potenzial in ihnen liegt. Und wenn du das wissen willst und du spürst schon, da ist mehr in dir und ich will dieses mehr rausholen, ich möchte effektiver kommunizieren, ich möchte einfach eine bessere Führungspersönlichkeit werden, dann geh auf umsetzer.de, buch dir dein Umsetzergespräch und dann schauen wir uns an, welche Probleme du aktuell hast, was generell deine blinden Flecken sind und wir beide machen einen persönlichen Fahrplan, wie es für dich das nächste Jahr aussehen kann, wo du einfach eine geile Maschine wirst. Apropos Maschine, kannst du dir so vorstellen wie hier so eine Baustelle. Ja, da ist die Vision, guck, zack, hier werden so fette Tower hingestellt und die bauen jetzt die ganze Zeit dran und das ist auch das, was du mit dir selbst machen musst. Du brauchst ein klares Bild von der Version, die du werden willst und dann bauen wir sie auf, weil es ist ja alles da. Du kannst ja alles schaffen, du kannst ja alles sein, was du willst, aber du musst es umsetzen. Also, komm zu uns, zöger nicht oder schau dir noch ein paar Videos von mir an. Mach's gut.